Bisag, Küchenbau, V-Zug und L-Bau präsentieren den Top-Pot und wünschen einen guten. Recht herzlich willkommen zu der heutigen Kochsendung Top-Pot. Heute gibt es ein wunderbares Rehrückli an einem feinen Wildschü. Dazu natürlich selber gemachte Spätzli und ganz ein neues Gemüse, das ist das Flower Sprouts oder Galette. Vinothèque Grande Reserve aus Winterthur hat uns einen wunderbaren Schweizer Rotwein aus dem Tessin empfohlen. Und das Wildgericht haben wir einen heutigen Gast mitgebracht, das ist der Claude Taboulet. Er ist Betriebsleiter vom Restaurant und Hotel Sieblinger Randenhaus, natürlich aus Sieblingen im Kanton Schaffhausen. Claude, herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich, dass ich hier zeigen darf, was wir machen. Ein bisschen auf dem Randen oben. Wir haben regionale Sachen. Doch da haben wir auch. Tun wir jetzt auch hier zeigen. Ich denke, ja, ich lege gerade los. Ja, lass. Ah, machen. Wir haben hier ein Rehrückli. Wir haben das schon fertig pariert. Ich da, wir haben etwa 100 Rehe, die wir im Jahr mitzugeben. Wir lösen die nachher aus dem Rücken auslösen. Wir haben das, das Nierstück vom Ganzen. Ja. Und jetzt haben wir das ganze Silberhütli noch wegpariert, das ganz schön ist. Wir tun es jetzt anbraten, zuerst würzen. Ja. Ja, die Silberhütli, das ist ja meistens das, wo das Fleisch mit dem Knochen verbunden ist, oder? Das ist schon eigentlich so verwachsen, gell? Genau, ja. Genau. Und das ist auch wichtig, dass man die wegschneidet noch ein bisschen, dass es wirklich eine ganz feine Sache gibt, wie das Rehrückli ist doch ein Speziellste so ein bisschen vom Tier. Also neben dem Edelstück. Also ja. Man hat ja, es gibt noch das Filet vom Tier, ja. Den machen wir auch, aber dort ist halt eben, ich sage immer den Leuten, es ist eben, das Reh besteht nicht nur aus Filet und aus Rücken, das ist das ganze Tier. Ja. Wir haben etwa 1% vom ganzen Tier ist das Filet, wo wir immer sehen. Und, ja, ja, genau. Genau. Und dann wir das kurz anbraten. Ja, und viel Knöchel, da kannst du Knöchel nehmen. Für Wildschü, du kannst für Ragu, du kannst sogar ein Rehbrot, ein Rehschnitzel, alles kannst du machen. Aber genau. Jeden Stock sind schon mager, gell? Ja, das ist so, ja. Und wir schauen, dass wir immer alles brauchen können vom Tier, weil wir halt auch wirklich das ganze Reh nehmen. Die Jäger bringen es zu uns. Ja. Wir haben im Ganzen 8 Jagdgesellschaften, die uns beliefern. Ach so. Ja, ja, weil wir brauchen etwa 100 Rehe. Und da gibt es immer noch Jagdgesellschaften, die auch selber wollen, ihre Produkte. Das sind doch die Revierjagden, die Gesellschaften. Genau, wir haben so Revierjagden. Wir machen ja das schon in der dritten Generation. Ich bin in der dritten Generation. Und vor allem mit dem Wild, da hat mein Onkel, der Martin Taboulet, der hat da so ein bisschen eingeführt. Er war ja selber Jäger gewesen. Natürlich. Du bist kein Jäger? Nein, ich habe dann einfach die Zeit auch nicht. Es braucht doch viel Zeit zu jagen. Und es ist schon. Aber man darf es nicht unterschätzen. Viele haben das Gefühl, ja, da geht schnell jemand in den Wald raus. Abschiessen, aber das ist nicht so. Ja, das ist eigentlich der kleine Teil von der. Genau, das Schiessen ist noch das kleinste. Ja, gehört auch dazu. Ganze Pflege und Heg, also, oder? Genau. Ja, und jetzt machen wir im Rücken, genau, da machen wir schöne Krusten. Mhm. Das sind die Röstaromen, die wir wollen, erreichen wollen. Da tut man eigentlich aussen durch. Das, ist ja das Ganze ist mit vom Protein, wo man jetzt dort relativ stark anbraten und die Röstaromen vor allem mit haben. Kein grosses Schick, einfach Salz, Pfeffer, einfach, oder? Ja, ganz, ja. Ich würde da wirklich nicht zu fest. Man kann dort noch mit dem Schü arbeiten. Genau, wir haben den auch selber gemachten Schü. Weil wir halt auch die ganze Rehe haben. Wir tun alles verschneiden, wir tun dann die Knochen tun wir noch selber anbraten und auskochen. Und, super, oder? Genau. Wir tun auch noch anderes Wild verarbeiten. Aber das ist halt, Reh ist doch die Hauptsache. Ja. Und dann haben wir nebenan viel Wildsauen, die machen auch viel Schaden. Genau. Das könnten wir hier in den Ofen rein. Es ist wichtig, dass wir dann auf die richtige Temperatur kommen, oder? Das. Soll ich auf die andere Seite? Ja, das noch rein. Hast du stechen? Ja, du hast ja Sondenbrat gemacht, hä? Genau. Sonde ist halt am einfachsten. Dann kann man wirklich die richtige Temperatur.
Wie ist die richtige Temperatur, dass unsere Zuschauer das auch hören? Genau, also wir machen etwa 55 Grad Kerntemperatur. Jawohl. Und halt so tief wie möglich. Ich habe jetzt den Ofen auf 70 Grad eingestellt und wir haben extra das Reh schon vorher rausgenommen. Das ist immer gut, wenn man es schon ein bisschen auf Temperatur bringt. Wir haben, es ist halt, wenn man im Frigo drin hat, hat man meistens 2-3 Grad, ja, ja. Vielleicht 5 Grad, wenn du gut kommst. Und dann musst du auf 55 Grad und die Temperaturdifferenz, die musst du anbringen. Und wenn du die kannst vorher schon rausnehmen und dann erst bei 25 Grad oder 20-25 Grad musst du anfangen, hast du die Temperaturunterschied gehabt. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie das weitergeht. Vor allem auf das Gemüse bin ich auch noch gespannt, sehr gespannt. Ja, genau. Machst du mit dem anfangen oder schon? Ich würde noch schnell mit den Spätzli und noch schnell sagen, also wir haben die Spätzli halt jetzt schon fertig mitgebracht. Weil wir haben ein spezielles Verfahren mit den Spätzli. Wir machen damit 40 Kilo Spätzli miteinander. Und da hat mein Onkel auch gefunden mit einem Passwit, wo wir jetzt aber noch verfeinert haben, wo wir dann gerade direkt können, den Spätzli-Teig relativ dünnen und dort mache ich dann gerade ins Wasser rein. Ja. Und durch das schaffen wir halt auch die 40 Kilo in einer Stunde. Dann haben wir auch eine gewisse Effizienz. Ich tue die mal, die können wir anbraten, können wir nachher noch auf die Seite stellen, dass sie ein bisschen warm sind. Dann haben wir hier gerade in einem Wok rein. Da. Wichtig ist ja bei solchen Sachen immer, dass der Wok heiß ist. Genau, das müssen wir gerade alles machen. Ah ja, wie nein. Ja. Wenn wir das ein bisschen Farbe nehmen, schauen wir mal, wie das läuft. Da. Genau, schön. Dann haben wir auch noch mal ein bisschen Würze. Da nehmen wir ein bisschen Würze. Jetzt musst du für den da bin ich gespannt ein bisschen. Genau. Wir haben ja heute Sprout. Das ist ein spezielles Gemüse, das kennt man auch nicht. Ja, mach noch. Das ist noch. So ein bisschen, genau, das so. Die Flower Sprout. Sprouts. Genau. Das sind eigentlich eine Kreuzung zwischen der Brokkoli und... Nein, Federkohl. Federkohl und Rosenkohl, ja. Genau. Federkohl und Rosenkohl. Und die kann man eigentlich auch entweder anbraten. Oder man kann es schmoren. Wir machen es heute ein bisschen geschmort. Das heisst, es darf auch ein bisschen Farbe geben. Und dann mit hast du mir gerade einen Tipp gegeben. Geschmort, hast du schon gesagt, du brauchst ein bisschen Wein, oder? Genau. Und ich habe gesagt, wir nehmen von uns. Ah, ja. Das ist natürlich, genau. Da darf ich schauen, dass sie anbraten. Du darfst schon machen, dort deine... Sprouts, jetzt ist bei den Sprouts ist unterschiedlich. Die meisten sind so etwas von der Größe her auf der Größe. Man kann es jetzt auch hier ein bisschen... Wie beim Rosenkohl, da macht man nämlich so ein bisschen einschneiden. Wem da zu viel Arbeit ist, da muss man gerade direkt rein. Es kommt nämlich auf die Größe an. Die Kleinen kann man ganz viel lassen. Aber die Sache ist halt hier, dass die Blätter viel schneller fertig sind. Ja, weich natürlich, oder? Genau. Aber haben wir da schnell kurz einschneiden. Vorhin haben wir auch beim Rosenkohl gemacht. Sehr, sehr, sehr gesund. Ja. Also ich habe gelesen, jetzt auch da sind doppelt so gesund wie Rosenkohl. Okay. Doppelt so gut. Aber ich habe gewusst, dass viele gesünder sind. Gell, schenke genau. Da schon mal ein bisschen, gell? Genau, es ist auch ein Wintergemüse. Es ist wirklich so, dass die im Winter geerntet werden. Und das ist jetzt wirklich saisonal und regional. Wir sind auch bei uns immer dran, um zu schauen, dass wirklich saisonale. Aber. Ein bisschen darf es zurück. Das sind fest anbrennt. Aber ein bisschen Farbe darf es haben. Genau. Ein bisschen Butter. Dann tun wir hier die Sprouts, dass ein bisschen vom Geschmack her, haben wir hier ein bisschen Sesamöl. Das ist eine coole Idee, da habe ich es nicht genau, gedacht. Genau, Sesam hat halt eine Nussige noch ein bisschen. Ja, ja, genau. Nussige raus. Das ist eine ganz gute Idee. Genau. Ja, man könnte es auch eben mit Zwiebeln und Knoblauch und du hast jetzt auch Zwiebeln da. Wir tun ein bisschen Zwiebeln noch andünsten. Weißt du, so auch mit Gemüsestreifen vielleicht noch zum Farbe geben. Aber ich denke, die bringen so viel selber, oder? Genau. Du tust selber steuern, wenn es zu heiß ist. Nicht, dass du dann braune Zwiebeln hast wegen Gemüse. Ja, genau. Ja, da kann nicht viel passieren. He? Also ein bisschen weg noch. Dann können wir frisch abspülen und dann kann man es dann direkt rein. Ja. So. Und aus dem Tessin liegt natürlich noch Merlot. Ja. 100% Merlot. Ist wirklich sehr etwas Schönes. Der Creda heisst der. Okay.
Willst du schon jetzt zum Ablösen, willst du noch warten? Du weißt wen, gell? Wir tun noch ein bisschen Farbe geben, können wir schnell anstoßen. Klar, haben wir doch Zeit zum Anstoßen, genau. Oder? Schön. Oder Anstoß, haben wir nicht Anstoß. Ich meine so. Genau. Jos, nochmal herzlichen Dank. Ja, wirklich. Die Einladung. Sehr, sehr schön. Terra Creda. Ein schönes Produkt aus der Schweiz, aus dem Tessin. Ja. Minotec Grande Serve, du hast da wieder einen sensationellen Wein gebracht. He? Okay. Ja. Wow. So kommt. Richtig. Aber ja, hat Tannin drin, der muss Tannin haben, bitte. Ja. Aber ist schön eingeschlossen. Mhm. Mhm. Aber die Säure. Und dann tun wir es eben ablöschen, schmoren. Nur mit gutem Wein natürlich. Genau. Dann haben wir da. Weißt du, was passt mir auch noch gut? Weisse Merlot. Ja. Soll ich mal am Reli schauen? Ja, kannst du mal schnell schauen. Ob es noch drinnen ist da? Genau. Ah, schön. Es hat schon 51 Grad in der Mitte. Ja, schön. 51, ja. 51 hat es jetzt noch, das ist nicht wenig, oder? Ja, ein bisschen, darf es noch ein bisschen anziehen. Mhm. Wichtig ist eben, dass sich die Temperatur schön ausgleicht, oder? Ja. Dann hat man eigentlich gezeigt, dann hat man auch überall schön Hose. Ja, sind ja, ein bisschen Salz, glaube ich. Darf es noch ein bisschen drin haben. Oder ein bisschen Gewürz, ja, genau. Feine. Ja, genau. Das ist schon mal cool, he? Wenn man da mal reinschaut, wie schön das ist. Genau, mit ein bisschen Rotwein. Ja. Und ein bisschen nachher, ne? Am Schluss muss man noch ganz einkochen lassen. Aber eben, das ist ganz cool. Man muss ja nicht immer noch Sellerie, Lauch und Rüben oder. Genau, mal etwas Spezielles. Mit Zillewurzeln sind so, ja. Schön, ja. Sieht aus. Alles köchelt, he? Bereit? Genau, sind wir so bald so weit. Soll ich das Fleisch mal anschauen? Dann mal reinschauen, ja, wie sieht es aus? 55 Grad? Ja, perfekt. Ja. Genau, das können wir auch so rausnehmen. Ja, dann können wir weißt du, was ist schön an dem? Es hat drei Tröpfchen Saft rausgekommen sind, oder? Okay. Jetzt nehmen wir da gleich weg. Gewichtverlust ist natürlich eigentlich gleich vielleicht 1%, oder? Ja. Mehr nicht, oder? Nein, das ist ja klar. Willst du auch, du darfst schneiden, gell? Wir haben hier noch einen Wildschied, habe ich denn da noch. Die machen wir immer noch selber. Wir haben halt durch das, dass wir eben die ganze Zeit gezeigt haben, ja, genau. Oder? Dann anrösten im Ofen rein, dann tun wir es wirklich etwa 18 Stunden auskochen. Wow. Und dann tun wir es reduzieren, dass wir es schön dunkel sind. Darf ich glauben? Ja, probieren wir mal. Die haben wir jetzt auch, die haben wir ein bisschen mit Rotwein schön einreduziert. Jetzt ja. Nicht. Ja, nicht länger. Mit Rissalz, Pfeffer noch. Und dann ist es auch schon gut. Eben, zum Beispiel Vitamin C. Hat das doppelt so viel drin wie im Rosenkohl? Ja. Dann mache ich hier. Bist du zufrieden? Tipptopp. Ist ein bisschen knapp noch, aber sonst ist es gut. Ich habe es gerne roh. Wenn du es so sagst, bin ich dann froh, ist es so und nicht, das ist Schorsch, das ist durch. Warte, ich gehe jetzt auf die andere Seite, dann haben wir noch. Genau. So, dann tun wir klassisch anrichten. Es gibt ja verschiedene Methoden auch noch zum Anrichten. Wir haben bei uns, durch das, dass wir verschiedene Methoden anrichten, aber es ist halt schon, das meiste ist bei uns immer noch der klassische mit dem Beilage auf der einen Seite. Ja, ja, tun wir noch an, oder? Genau. Dann haben wir, dann machen wir da die Sprouts. Wie sind so die Öffnungszeiten von euch? Haben die immer offen oder haben die gewisse Tage zu? Ja, wir haben Montag, Dienstag, das ist so klassisch von dem Restaurant, aber das ist halt von meinen Eltern her schon. Ja. Haben das so eingeführt gehabt, den Montag, Dienstag. Und nachher haben wir vom Mittwoch bis zum Sonntag haben wir eigentlich immer vom halb neun weg, 8:30 Uhr, haben wir offen bis zum Abend, bis um 11 Uhr. Genau. Bis Schluss, oder? Ja, genau. Ja, die Lage ist natürlich schon einmalig dort oben. He? Ja, wir haben halt eben bei schönem Wetter, wir haben die Fernsicht, wir haben eigentlich von den Bayerischen Alpen, da haben wir den Wildschirm. Du siehst schon überall hin, gell? Genau, dann eigentlich bis zum Berner Oberland. Siehst du aber? Ja, wir haben bis Aigau und Jungfrau, der Mönch ist ein bisschen von hinten durch. Aber wir sind halt ein bisschen erhöht dort, gell? Genau. Ja.
Aber ihr habt ja auch noch gewisse Sälen, ihr könnt auch Anlässe machen. Also von dem her sind die schon prästiniert. Wunderschönes Gebiet, ja. Wo ihr seid. Ich weiß, ja. Ich kenne das schon da draußen. Das Sibling, das soll man eigentlich noch mehr bekannt machen, oder? Oder Randenhaus. Was hat denn noch ganz kurz Randen? Ist das Randenberg oder ist das das Gebiet dort, wo Randen heißt? Der ganze Hügelzug heisst Randen. Also der geht noch weiter bis ins Deutsche raus. Es gibt auch ein Dorf Randen, das ist dann im Deutschen. Ja. Der ganze Hügelzug heisst Randen. Wir haben den Beringer, Siblinger Randen, wir haben den Schlatterer Randen. Oder Schleitheimer. Schlatter, nein, wir sind geladen. Coole Sendung. Genau. Coole Sendung haben wir mit dir. Ja. Ganz ein feines Gericht. Ich freue mich jetzt. Probieren. Ich hoffe, für dich hat es auch gestimmt. Ja, sehr gut. Herzlichen Dank, Claude. Cool. Weiterhin alles Gute, gute Gesundheit, die ganze Familie, das ganze Team. Ja, danke, wünsche ich dir auch. Und Ihnen daheim, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, viel Vergnügen beim Nachzubereiten von dem wunderschönen Gericht von Claude. Danke vielmals und auf Wiedersehen. Der Top-Pot ist Ihnen präsentiert worden von Bisag Küchenbau, V-Zug und Elbau. Wir wünschen einen guten.